Moin zusammen, ich bin's euer Brownie, herzlich willkommen zu einem, ja, kein Commentary, aber ein ernstes Thema. Und zwar möchte ich heute, wie ihr im Titel schon lest, Thema Channel-Umzug ansprechen. Und zwar, mir ging ja schon wirklich lange durch den Kopf, ob ich es machen soll oder nicht, ob ich einen neuen Channel aufmachen soll. Gründe hierfür sind ganz einfach, ganz klar der Name einfach. USCTube THW und Brownie passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Was das bedeutet, habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. War aber bis jetzt immer so ein Sturkopf und habe es eigentlich eher nicht beachtet. Aber wenn ich tatsächlich größer werden will, denke ich, ist das doch ein entscheidender Punkt einfach. Zweiter Punkt ist, dass mein Channel, dass es den schon ewig gibt. Es gibt ja nicht nur ein Jahr jetzt, wo ich auf YouTube bin, sondern den gibt es ja schon viel, viel vorher, 2008 oder 2007 oder 2008. Und das Problem ist, mit dem Abonnentenverlust bei älteren Channels ist noch viel extremer als bei neuen Channels. Also, dass die Leute einfach deabos oder deabonnieren, obwohl sie es gar nicht wollen im Prinzip, ist bei älteren Channels noch viel krasser, als es bei neuen Channels tatsächlich ist. Und ganz klar auch viele Videos, in der ich einfach Musik verwende, die mir nicht gehört. Lange habe ich einfach gedacht, okay, ist nicht so schlimm. Aber das Problem ist tatsächlich, ich habe heute mit einem ist doch sehr großen YouTuber gesprochen. Ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen. Es wäre ein bisschen. Er hat mir auch andere Dinge erzählt, ist egal. Auf jeden Fall hat er mir eben auch gesagt, er hat sich mein Channel ein bisschen angeguckt und hat gemeint, wenn ich wirklich größer werden will, dann entweder Videos löschen oder eben einen komplett neuen Channel aufmachen. Ich habe schon ein paar hier Treffer für Inhalte Dritter, was zwar nicht so schlimm ist, ist aber doch, umso größer man wird, desto gefährlicher wird es tatsächlich auf YouTube. Ich habe das Ganze ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und falls ich jetzt doch wirklich größer werden sollte, ist das doch ein ziemliches Risiko, dass ich damit dann eingehe, wirklich auch Klagen oder so zu bekommen. Und ja, auf jeden Fall, ich brauche jetzt eure Hilfe. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und ja, wie ich meinen neuen Channel nennen werde und so, das muss ich mal gucken. Werde ich wahrscheinlich auf Facebook auch fragen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich es machen soll oder nicht. Und wenn ich es machen soll oder am besten. Wir können das auch mit Like und Dislike machen. Like, also ein Daumen hoch, das Video heißt, dass ich den Channel-Umzug machen soll. Und Daumen runter heißt, dass ich es nicht machen soll. Wenn Daumen runter, bitte auch sagen, warum. Ich kann verstehen, wenn ihr keinen Bock drauf habt oder so, aber es ist mir einfach ganz wichtig eigentlich, einfach einen sauberen Channel auch zu haben. Und mit dem ich dann auch durchstarten kann, sozusagen. Und ja, das war's. Bitte, ich brauche wirklich eure Hilfe, jeden einzelnen Kommentar und so weiter, jede einzelne Meinung brauche ich und ich bin raus, euer Brownie. Ciao. Belt, there it's back. Time to blow the damn dynamo. No more disappearing act. I know you missed me, I missed you too. Sometimes that's what I miss for you. Like Tayo, I was cruising. Now it's time to take my steering back. One of the best to ever do it. A testament to this gang. And even in the wind, I never blew it. I swayed but kept to my name. They call me.